Untertitel in der richtigen Sprache, neue Moderationsdarstellungen und die Möglichkeit, aus PowerPoint heraus direkt Präsentationen in Teams, also in einer Teams-Besprechung, aufzurufen. Das macht die Mischung aus Teams und PowerPoint Live möglich. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Die ganzen wissenswerten Grundlagen zum Teilen von Bildschirmen, Präsentationen und so weiter findet ihr in dem Grundlagenvideo, das ich euch in der Infokarte verlinkt habe. Heute geht es um die neuen Dinge, die mit PowerPoint Live und Teams in der Verbindung möglich sind. Wenn wir eine Präsentation teilen, dann können wir das ja hier über Inhalte teilen machen und haben hier unten PowerPoint Live und da sind vielleicht auch schon Präsentationen, die ihr vor kurzem aufgemacht habt, allerdings nur die, die ihr aus SharePoint, OneDrive oder aus Teams heraus aufgemacht habt. Und dann könnt ihr hier eine auswählen und die starten. Was jetzt neu ist, das sind einmal hier diese Stiftmöglichkeiten, dass ihr also einen Laserpointer habt, mit dem ihr etwas zeigen könnt. Der hat so eine leichte Verzögerung, verschwindet dann wieder. Oder auch Stifte, die ihr verwenden könnt und die ihr dann auch wieder wegradieren könnt. Könnt ihr mal schauen, inwieweit ihr das gut nutzen könnt. Es ist weiterhin so, dass ihr hier blättern könnt und wenn ihr es nicht ausgeschaltet habt, auch die Teilnehmer blättern können und zwar unabhängig von euch. Deshalb nochmal zur Erinnerung, hier oben verhindert ihr, dass die Teilnehmer eigenständig durch die Präsentation blättern. Das zweite, was neu ist, ist der Moderatorenmodus. Das ist das Normale, der Inhalt und dann sehen die anderen eben hier oben die verschiedenen Videos von den anderen Teilnehmern. Und jetzt gibt es auch die Möglichkeit Inhalt mit Hintergrund, sodass der, der präsentiert, dann hier unten mit eingeblendet wird. Es gibt da noch mehr solche Moderationsdarstellungen, die funktionieren aber nicht im Zusammenhang mit PowerPoint. Und dann ist es leider immer noch so, dass man jetzt die Präsentation hier nicht beenden kann, so wie das der Fall ist, wenn ihr zum Beispiel ein Fenster freigebt, sondern die Präsentation wird hier beendet. Wenn ihr jetzt die Präsentation direkt aus PowerPoint raus aufrufen wollt, dann funktioniert das so. Ihr habt jetzt hier rechts oben einen Knopf, der heißt In Teams. Und wenn ihr diesen Knopf auswählt und dann auf Präsentieren klickt, dann wird die Präsentation gestartet und ihr könnt jetzt hier ganz normal durchblättern, wie ihr das gewöhnt seid. Ich hatte ja gehofft, dass Änderungen in der Präsentation dann auch direkt hier mit sichtbar werden. Also zum Beispiel könnte es sein, dass beim vorher Durchblättern mir hier auffällt, Teilnehmerlisten, da ist ein N zu viel und ich wechsle zurück in die PowerPoint-Präsentation und lösche jetzt hier das N und das Ganze speichert ja automatisch. Und dann habe ich gehofft, dass jetzt hier, wenn ich die Präsentation jetzt wieder zeige, das auch geändert ist, aber es ist leider nicht geändert. Das heißt, wenn ihr eine Änderung in PowerPoint durchführt und es wird gespeichert, dann müsst ihr hier nochmal sagen, in Teams, nochmal auf Präsentieren klicken. Meistens kommt dann auch die Frage, ob man direkt auf dieser Folie fortsetzen will. Das möchte ich jetzt mal. Und jetzt ist auch die Änderung da, aber eben nicht parallel im Hintergrund, sondern sie muss neu präsentiert werden. So, und nun zu den Untertiteln. Die findet ihr hier über das Drei-Punkte-Menü, weitere Aktionen und könnt dann Live-Untertitel aktivieren. Diese Live-Untertitel werden dann hier unten eingeblendet. Es wird immer die Person, die spricht, angezeigt und dann wird der Text dazu angezeigt. Und das ist leider im Standard erstmal noch auf Englisch, aber man kann es Gott sei Dank inzwischen ändern. Und zwar, wenn ihr mal schaut, hier unten sind die Untertitel und wenn man jetzt hier ganz nach rechts geht, dann ist da nochmal ein Drei-Punkte-Menü. Und wenn ich da drauf klicke und gesprochene Sprache ändern wähle, dann kann ich jetzt hier von Englisch auf Deutsch umstellen. Wichtig ist das, was hier dabei steht. Die Sprache wird für die Besprechungsgruppe festgelegt. Das heißt, es gilt jetzt für alle, die zuschauen. Ich klicke auf Bestätigen. Und jetzt ist der Text auf Deutsch.
Das heißt, man kann den jetzt auch, seht ihr hier unten, auch halbwegs lesen. Und für einen Zuschauer sieht es dann so aus. Ihr seht hier die Zuschauerseite jetzt und ihr seht, da ist ja gar kein Untertitel. Der Zuschauer sieht den Untertitel nur, wenn er ihn auch einschaltet. Das heißt, der muss zusätzlich auch hier auf die drei Punkte und dann Live-Untertitel aktivieren. Und dann seht ihr, jetzt hat er auch die Untertitel und zwar auch auf Deutsch. Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Wenn das jemand ist, der in eurer Organisation ist, dann ist der normalerweise wie ihr auch Referent. Und dann kann der hier unten rechts über die drei Punkte hier auch umstellen. Ich habe den jetzt mal auf Teilnehmer gestellt, sodass der das nicht kann. Aber wenn der das kann, dann stellt er es tatsächlich für alle um und nicht nur für sich selbst. Ich bin jetzt wieder in der Präsentationsrolle, habe die Live-Untertitel ausgeschaltet und möchte euch noch zwei andere Moderationsdarstellungen zeigen. Wenn ihr teilt und keine Präsentation teilt, sondern zum Beispiel ein Fenster, dann gibt es hier noch den Nebeneinander- und den Reporter-Modus. Ich nehme mal den Reporter-Modus, wähle noch einen Hintergrund dafür aus und wähle dann ein Fenster. Ich nehme mal hier ein Word-Fenster. Und jetzt seht ihr einmal, das hier ist eine Vorschau, die sieht der Präsentierende. Und das, was ihr jetzt hier seht, das ist bei den Zuschauern. Die sehen also jetzt hier links das, was ich präsentiere und rechts mich wie bei einem Reporter. Ich finde das sehr klein, also das müssen dann schon größere Bilder sein, die da dargestellt werden, sonst würde ich diese Darstellung nicht wählen, auch wenn sie sehr schick aussieht. Ich bin schon sehr gespannt, wie es euch mit diesen neuen Möglichkeiten geht. Schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare und natürlich auch eure Fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.